Eigentlich wollte ich heute ein anderes Video bringen, doch dann kam Kingdoms and Castles um die Ecke und fraß meine komplette Zeit auf. Denn dieses Spiel versteht etwas, das viele andere Aufbauspiele nicht kapieren. In einem Aufbauspiel sollte das Aufbauen Spaß machen. Klingt verrückt, aber die Siedlerreihe hätte sich zum Beispiel fast selbst zerstört, weil sie diesen essentiellen Teil einfach nicht mehr hinbekam. Umso schöner ist es daher, endlich wieder ein Spiel zu spielen, das mega simpel ist und diesen Aufbaudrang fix gibt, den viele von uns benötigen. Kingdoms and Castles ist wie gesagt sehr einfach gehalten. Ihr lasst eine Map generieren, wählt einen Startpunkt aus und los geht es. Ihr baut Straßen, Häuser, Weizenfelder, größere Häuser, Steinmetze, Forster und alles mögliche andere und versucht dabei, eure Bewohner glücklich zu halten. Denn Jahre dauern hier nur ein paar Minuten und jedes Jahr kommen Besucher vorbei, um zu entscheiden, ob sie euch dienen wollen oder lieber nicht. Wollen sie zu euch und solltet ihr dann freie Betten haben, wächst eure Einwohnerzahl, womit ihr wieder mehr Gebäude bauen könnt. Und so geht's halt immer weiter. Es ist wirklich simpel, aber dabei richtig unterhaltsam. Wer es etwas fordernder haben will, sollte zumindest den mittleren Schwierigkeitsgrad wählen. Hier gibt es Sachen wie dumme Einwohner, die Häuser in Brand stecken, Gewitter, die in Häuser einschlagen und sie in Brand stecken, Drachen, die Häuser in Brand stecken und Wikinger, die Häuser in Brand stecken. Ja, ihr sollt auf jeden Fall genug Brunnen bauen, denn Feuer ist euer größter Feind. Es kann auch sein, dass ein riesiger Troll euer Reich angreift, aber ansonsten bin ich mir unsicher, ob es noch weitere Events gibt. Gut, es gibt die Pest, aber wenn ihr ein Krankenhaus habt, ist das echt kein Problem. Wirklich schlimm ist nur, wenn irgendetwas im Dorf nicht stimmt. Wenn es so wenig Essen gibt oder Angriffe zu viel Schaden anrichteten. Wenn man nicht für die Unterhaltung sorgt oder einfach die Steuern zu hoch sind. Denn wenn die Leute unglücklich werden, hauen sie ab. Und sie hauen schnell ab. Und so baut man fröhlich vor sich hin, zieht dabei noch eine Armee hoch und überlegt sich, wie man mit den begrenzten Mitteln ein schönes Königreich aufbaut. Denn die Möglichkeiten sind da, man muss jedoch von Anfang an genauestens planen, was man vorhat, da man sich sonst sehr schnell verbaut. Aber kein Spiel ist ohne Macken, denn vor allem das Fehlen eines gegnerischen Reiches ist irgendwie meh. Man baut halt wirklich für sich selbst, bis man zu groß wie die Insel wird. Es ist ein reines Expandieren ohne Sinn und Verstand. Heißt das, Late Game, wenn man es denn so nennen kann, hat wenig Substanz und oft ist es besser, einfach neu zu starten, da man so wieder richtig experimentieren kann. Ebenso scheinen die Lager nicht korrekt zu klappen. Wenn wir hier als Beispiel Siedler nehmen, platziert man Lager, damit die Rohstoffe nicht immer ewig irgendwo hingebracht werden müssen. Bei mir kam es vor, dass ein neues Lager einfach ignoriert wurde und die Träger dennoch alles bis zum Schloss getragen haben. Und was auch unschön aussieht, ist, dass die Bürger die Straßen komplett ignorieren und weiterhin kreuz und quer laufen. Die Straßen sind daher nur dazu da, damit man nicht direkt überall was bauen kann, haben aber ansonsten keinerlei Funktion, was schade ist. Dennoch würde ich behaupten, dass 10 Euro für das Spiel absolut fair ist. Es ist extra simpel. Es ist so simpel, dass es kein Tutorial gibt und man dennoch klarkommt. Und das spricht schon für das Spiel. Wer also einen entspannten Abend haben will mit einem guten, balancierten Aufbauspiel, der kann bedenkenlos zugreifen. Das Spiel bekommt ihr auf Steam und GOG für, wie bereits gesagt, 10 Euro.